Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Darkest Dungeon. Under the blood moon, I lured my wide-eyed prey to the pier's edge. Before she could properly appreciate her position, I clamped on a manacle, chaining her to the leering idol. A small push was sufficient to send both into the icy waters. And when at length the tide receded, jewels of the most magnificent grandeur lay scattered upon the shore. Vielleicht war das das letzte Mal ein Fehler, das nicht so zu verurteilen. Ich verurteile dieses Vorgehen aufs Schärfste. So. Hätten wir das jetzt auch? Ist das exakt die gleiche Map wie das letzte Mal? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ne, kann nicht sein. Hier unten ist die Dame. Und zwar definitiv. Ja, komm. Wäre es schön gewesen, wenn da Beute drin gewesen wäre. Aber im Konjunktiv, davon kann ich mir nichts kaufen. Jupp. Noch 12 Runden. Heftige... warte. Ist eigentlich egal, wir machen es weg. Ja, gerade noch Licht angemacht. Hätten wir gar nicht gebraucht. Jo. A fortune waiting to be spent. Da haben wir unsere Heilkräuter, die wir ausgegeben haben, gleich wieder gekriegt. Sam, ich glaube, du bist ein bisschen zwanghaft unterwegs. Das sollten wir wirklich mal abschalten, wenn wir das hinbekommen. Nein, nicht er schon wieder. Nicht er schon wieder. Der geht mir jetzt schon auf den Sack, obwohl er noch gar nichts gemacht hat. Ich könnte ihn stunnen, aber ich habe mit ihr keinen Stun mehr drin. Ich habe mit ihm einen Stun. Und der nicht funktioniert. Aha. Teuflische Macht. Oh. Ich hätte mich nicht drüber lustig machen sollen. Das ist ja mies. Na gut, es wären auch nur 40% Chance, ihn zu stunnen. Aber wir machen das jetzt trotzdem mal. Ah, wieder nicht. Okay. Und schon ist der erste fast tot. Geil. Super. Das fängt ja schon mal richtig nice an. Ach, ich komme auch nur auf ihn drauf, ne? Ja, wenn wir sind jetzt wieder eins vorne. Nein. Sag mal, fang nicht so an. Lass mich heilen. Oh. Alter, hätte der jetzt meinen Joker abgeschnetzelt, dann hätte es jetzt aber wirklich Ärger gegeben. Ja, wir markieren mich jetzt erstmal. Uiuiuiui. Wir bluten immerhin noch nicht. Das ist doch ein Vorteil, oder? Oh Mann. Aber gestresst sind wir jetzt schon. Gestresst sind wir jetzt schon. Ja, komm, wir holen uns mal die 10 extra ausweichen. Das kann nur gut sein. Aber er ist fast wieder komplett voll. Ist jetzt ein bisschen mies. Dass er jetzt wieder hinten steht, meine ich. Und dann kann er schon wieder nicht wirklich was machen. Ah, das bringt's halt einfach nicht. Na gut, aber wir haben ihn zurückgeschoben. Ich
Immerhin das. Schön gekrittet. Ich bin eigentlich relativ guter Dinge. Oh, nice. Nochmal ausgewichen. Ich habe sogar Bandagen mitgenommen. Das ist nicht schlecht, ne? Wie viel würden wir denn damit machen? 8 bis... Nee. Komm. Da gehen wir doch lieber auf Nummer sicher. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich dann das Zeug wegpacken. Mit das Zeug meine ich die Fischüberreste, den Napskauster. Ja, komm, lass mal Damage machen und uns selber heilen. Sieht gut aus. Und nu? Du hast keinen Gegenschlag mehr, ja, dann machen wir den nochmal an. Dann kommst du auch da hinten rein. Yeah, 3 gekrittet, das ist ja der absolute Oberwahnsinn. Okay. Jetzt tut's weh. Ich versuche mal nach vorne zu kommen. Oder was heißt, ich versuche nach vorne zu kommen? Natürlich, ich bin jetzt ganz vorne, ja. Ja, aber wisst schon, was ich meine. Oh, ich komme da ja bis zur dritten Position. Ja, nice. Ich dachte, ich kann nur die ersten 2 damit klatschen. Nö, läuft aber. Ah, genau den richtigen. Gekrittet. Macht fast gar nichts. Er hat halt aber auch ganz bestimmte Sachen am Start. Können wir ihn vielleicht sogar nochmal stunnen? Was heißt nochmal? Können wir ihn einmal stunnen? Nein. Schade. Und als Rache gibt's gleich die fette Blutung. Nein! Ja, halt mich fest. Ja, das Finale ist schon fast verschwendet für 3 Life. Aber dann müssen wir wenigstens nicht mehr umpositionieren. Ja, das Buch lassen. Ne, das Buch nehmen wir mit, das ist mehr wert als das Ding. Das Teil hier. Ja, komm, nehmen wir mit. Was? Ah, wenn ich jetzt das hier drücke, ist das Teil dann weg oder kann ich es nachher noch benutzen? Es ist noch da. Okay. Ich möchte nämlich hier aufräumen, wieder zurückgehen, campen und dann den Buff benutzen. Denn der wäre weg, wenn ich dann mein Zeltlager aufschlage. Mechanical hazards possessed by evil Nein! Intent. Ach, Gott sei Dank nur den Trade und keine heftigere Scheiße wie das letzte Mal, wo wir da weißer Geier wie viel Stress gekriegt haben. Wow! Also Sam muss definitiv von ihrem Scheiß geheilt werden. Hacks laden with loot are often low on supplies. Aber hundertprozentig! Moment, die 3 sind überrascht worden und Hamfest nicht? Ja, gut. Wir arbeiten jetzt gleich mal am Entstressen. Sofort. Ohne Umschweife. Ich mach hier erstmal den. Ach, die würfeln uns sowieso durcheinander. Oder auch nicht. Versuchen wir einen Stun? Wir versuchen einen Stun. Dann greift einer wenigstens schon mal nicht an. Okay, warte mal, da hinten kannst du nichts machen, oder? Ah, aber da war ja was. Upsi. Oh, jetzt ist er aber dran. Ah, das ist aber ungünstig. Ich hätte schon gerne das Finale jetzt gleich rausgehauen. Oh. 1 zu wenig. Ja, moin. Der Kampf ist böse. Der Kampf läuft überhaupt nicht so, wie ich das gern hätte.
Aber so gar nicht. Also wir kriegen schon aufs Maul, ja. Ja. Er hat zwar viel Life. Aber ich muss bei ihm nochmal was umstellen. Ich muss bei ihm definitiv was umstellen. Also bei den Skills jetzt. Ah, das schmerzt seelisch. Den habe ich gespürt, dass der daneben gegangen ist. Fuck. Komm, versuch nochmal zu stunnen. Ungünstig. Juh, 14. Nice. Boah, die hauen aber auch richtig viel Damage. Raus. Bisschen nicht ganz so cool. Der hingegen sehr cool. Ich heile lieber hier vorne. Wenn er sich nämlich verwandelt, dann heilt er sich so oder so. Komm, stunne ihn. Geil. Eine Runde mehr Zeit. Okay. Steht wieder sehr gut im Saft. Dann macht ihr zwei den jetzt platt, ja? Definitiv. Jo, moin. This expedition at least promises success. Das wäre jetzt natürlich auch geil. Okay. Machen wir das folgendermaßen. Ich schmeiße ein klein bisschen Geld raus. Wobei, das ist weniger wert als das Geld. Okay, wir nehmen den raus, den Lebenskristall. Packen das Teil rein. Wir machen dann zwar weniger Schaden, aber er ist sowieso nicht so zum Schaden machen da. Aber er macht dann auf jeden Fall mehr Betäubungen und mehr bewegen Sachen. Und jetzt habe ich gesagt, ich möchte noch was umstellen. Eigentlich wollte ich bei ihm das hier rausnehmen, aber jetzt mit dem Artefakt lasse ich das, glaube ich, so drin. Ich mache jetzt trotzdem mal kurz alles raus, um es neu zu sortieren. Zuhauen, Vergeltung, Schieben. Und ich nehme die 30% Abwehr mit rein. Das wollte ich auf jeden Fall noch mit drin haben. Und bei dir lassen wir das jetzt so, oder? Ja, bei dir lassen wir das jetzt. Du musst dann nicht mehr stunnen, wenn hier gestunnt wird. Ja, weiter geht's. Ja, nochmal ein Kampf in dem Raum. Nochmal ein Kampf. Ich nehme jetzt zuerst mal hier die Abwehr. Du könntest stunnen oder dich gleich verwandeln. Nee, du verwandelst dich gleich. Dann wirst du wenigstens nochmal geheilt. Und dann können wir auch richtig reinbeißen. Das reicht noch nicht. Dann so. Hauptsache, der stresst uns hier nicht. Oh, schmerzhaft. Mortality clarified in a single strike. Wir haben rausgefunden, wenn jetzt wir mit ihm einen Gegenschlag hätten und er ist geschützt, dann macht er ihn nicht. Machst du deinen Gegenschlag, wenn dein geschützter Dude angegriffen wird? Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Komm, wir probieren das einfach. Okay. Oh! Ich habe den falschen Skill mitgenommen. Ups. Ja, dann nehmen wir halt das so, dass der Schutz nicht mehr wirkt. Das ist ja auch schon mal von Vorteil. Dann können wir hier direkt draufkloppen. Naja, mit dir heilen wir mal kurz unsere Gruppe.
Sieht gut aus. Memo an mich selbst. Hamfest Gaming muss die Skills mal richtig rum reinbekommen. Oh. Den hat er aber mal so richtig reingedrückt. Gut gemacht. Sehr, sehr gut. Wie viel Damage macht das? Okay, tötet den da vorne auf jeden Fall. Und die Leiche ist weg. Ach, wir haben die Leiche gekritzelt, nicht ihn. Schade, sonst wären beide weg gewesen. Habt ihr Ausweichen? 21 und 26. The match is struck. A blazing star is born. Ja, das hat er nicht so gut gefunden. Kein Grund, gestresst zu sein, Leute. Alles läuft nach Plan. Okay. Auf wen haust du? 4 bis sie. Nee, dann haben wir doch lieber auf den hinteren. Mit dem Richtspruch auch? Ja, du brauchst selber die Heilung. Das sah gut aus. Jetzt ist eh nur noch der da. Schön. Ich hoffe, das hat jetzt gerade nicht gepfiffen. Es wirkte gerade ein bisschen so, als wäre da ein Pfeifgeräusch. Ich habe es nicht gehört, weil meine Kopfhörer das relativ gut rausfiltern. Falls ja, sorry. Das passiert manchmal. Success so clearly in view. Moment, ist das nicht das gleiche, das ich eh habe? Ah, ja, natürlich, okay. Dich nehme ich mit. Jetzt haben wir hier schon mal drei wegschlürfen, ja. Machen wir mal und dann nehmen wir den da noch. Haben wir gerade den Debuff gekriegt? Haben wir nicht. Okay. Dann lasse ich die Kiste jetzt auch erstmal offen. Ah, warte mal. Das Problem wird dann aber sein, dass... dass wir dann zurücklaufen müssen. Okay. Wir marschieren jetzt erstmal... zu dieser Statue. Lagern, benutzen die Statue und dann geht's zur Chefin hier unten. Schön, dass wir hier richtig schön entstresst sind. So. Einmal lagern. Wir futtern, was das Zeug hält. Und du sorgst dafür, dass kein Überfall kommt. Du gibst uns Waffentraining. Plus 10 Schaden für alle Gefährten. Und Crit ist auch mit dabei. Wir könnten doch Ausweichen und Crit für die Gruppe für 4 Kämpfe haben. Nehmen wir auch mit. So, dann haben wir es eh schon wieder. Ah, jetzt ist die Frage, sollen wir es ihm hier geben? Na, du greifst öfter an. Ne, komm. Nehmen wir. Das ist immer positiv, ne? Inspiriert den Helden. Ich glaube, da haben wir noch mal ein bisschen Crit dazu gekriegt. Ja, es ist nicht so. Es ist nicht die Welt, was wir da gekriegt haben. Aber wir nehmen es auf jeden Fall mit. Die Truhe nehmen wir dann auch. Jetzt haben wir ja Platz. Wir verweilen nicht zu lange, keine Angst. Erst sagt er, nicht zu lange verweilen und dann will er, dass wir warten? Was ist denn mit ihm falsch? Dankeschön. Dann hoffen wir mal, dass wir hier gut durchkommen. Ja komm, lass mal hier einreiben. Oh, das war nice hier mit den 2 Rubinen.
Das Essen brauchen wir nicht. Die Schaufel auch nicht. Und den brauchen wir auch nicht wirklich. Noch irgendwas wegschmeißen? Nee. Lieber nicht. Uff. Dachte gerade, da ploppt ein Kampf auf, aber nein. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Abmarsch. The aquatic devils have remade the poor girl in their image. She is their queen. Widersetzt. Schade. Das hättest du ruhig machen können. Denn Sam ist jetzt nicht unbedingt die krasseste, die wir da mit dabei haben. Ich habe den Skill nicht rausgenommen. Ich habe den Gegenschlag nicht aktiviert. Ups. Upsi. Ja gut. Dann buffen wir jetzt erstmal unsere ganze Gruppe. Machen wir hier auch. Wie viel Life hast du? 244. Okay. Zwei weniger. Wir versuchen erstmal hier einen Stun rauszukriegen. Nice. Dann hat sie ihre zweite Aktion eben nicht mehr am Start. Jetzt ist sie aber widerständig gegen Betäuben. Wir knüppeln erstmal. Komm. Knüppeln, was das Zeug hält. Ja, schöner Crit, aber bringt uns auch nichts. Wir könnten hiermit arbeiten. Ja, aber das... nee, komm. Richtige Entscheidung. Richtige Entscheidung. Ey, wehe, die holt sich den jetzt. Nein! Nicht schon wieder! Master! Du Verräterschwein! Das ist neu. Ungünstig. Aber wir arbeiten weiter hier. Ganz gechillt. Dann machen wir hier ein bisschen. Ja, machen wir da ein bisschen. Schön ausgewichen. Ja, nice. Schön. Master ist wieder am Start. Kann da hinten halt nichts für uns machen. Deswegen machen wir den gleich mal so. Wir gehen weiterhin brav auf sie, bis er mal auf die Idee kommt, dafür Schutz zu sorgen. Ja, nice. Okay, sie ist halb bratfertig. Schön, Hamfest. Du widerstehst den nackten Brüsten. Das kann nicht jeder von sich behaupten, ne, Master? Okay, wenn sie die zweite rausholt, dann ist auch für Hamfest Schluss. Oh, du bist doch ein gemeiner Hund. Aber wir lassen es nicht beirren. Je länger der Kampf dauert, umso mehr Schaden machen wir hier mit Finale. Sind schon bei 120% extra. Ich will unseren hier nicht verletzen. Deswegen gehen wir jetzt rein auf den Octoceros-Typi. Oh, kein Problem mit dem Stress. Was? Octocestus? Okay. Sie stresst, ja. Schön, dass wir mit ihm hier hinten auch noch weiterarbeiten können. Mehr oder weniger. Okay, stellen wir das mal wieder halbwegs richtig hin.
31 nehme ich. Wir treffen echt gut, aber wir versuchen mal trotzdem Ausweichwert zu senken. Passt, nur noch 5 ausweichen. Ja, Helmfest gefällt es da drüben. Zum Glück ist unser Hauptdamage-Dealer bei uns auf der Seite. Oh, wir bluten. Aber nur 3. Allerdings für 5 Runden, ja, beziehungsweise 3 Runden. Ja, das können wir aber wegmachen. Das können wir wegmachen. Okay. Zeit, über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Mit einem Crit sieht das gut aus. Vielleicht müssen wir gar kein Finale machen. Vielleicht brauchen wir kein Finale. Wäre aber schon geil, die mit Finale wegzufetzen. Ich kämpfe für die Liebe. Ja, guck mal hinter dich, wie die jetzt aussieht. Nicht mehr so liebreizend, möchte ich mal meinen. Okay, jetzt kriegt sie ihren Schutz. Das heißt, wir sollten versuchen, ihn zu stunnen. Was wiederum heißt, wir machen das möglich. Ja. Na, warte mal, so kommen wir auch hinten rein. Schnieke, nur noch 3 Life. Ja, komm. A momentary abatement. Stun ihn. Nice. Ja, Problem ist. Oh oh. Widerstehe ihr. Master! So. Komm schon. Ich will mit Sam draufhauen. 31. Ja, moin. Schade. Aber Helmfest! Schön, dass du deine Liebe doch noch zerstört hast. Ich würde jetzt ja fast sagen, ich gehe jetzt noch mit der Gruppe hier rum und versuche Sam ihren Treat rauszuschmeißen, aber wir sind eh schon fast bei einer halben Stunde. Ich werde sie einfach dann in das Sanitarium werfen. Okay, wir haben hier gut über 20.000 Gold gemacht. Widerstand gegen Schwächung, minus 20 Stressschaden, das ist auch Schnieke. Okay, wir haben ein paar Krankheiten. Ein paar Krankheiten haben wir. What little there is must suffice for the time being. Aber das ist jetzt auch nicht das größte Problem. Also, wir haben gesagt, Sam muss von zwanghaft gelöst werden. Ja, komm, machen wir die erste Runde ein bisschen schneller bei ihr. Fleckfieber kommt raus. Alles Mögliche kommt hier raus. Dann stressmäßig. Master, du willst dich nur geißeln, richtig? Ja, beten. Oh, okay. Der Stadtschreier ist auch hier am Start. Ich habe immer nur den Verwalter gesehen. Huh. Okay, was hast du jetzt Schönes für uns? Nur Krempel? Ja, moin. Ja, moin. Okay. Wir haben noch 3 Bosse haben wir noch, die wir machen können. In den Darkest Dungeon gehen wir übernächste Folge, würde ich sagen. Einfach weil wir Helmfest brauchen. Und bis der sich erholt hat, lassen wir das erst noch. Okay. Nächste Folge gucken wir uns irgendwas hier unten an. Macht's gut. Bis dann. Und lasst euch nicht von Sirenen verführen.